Hallo, in diesem Video möchte ich euch erklären, was ihr machen könnt, wenn eure Milch sauer geworden ist, aber ihr diese nicht wegschütten möchtet. Meist ist es sehr ärgerlich, wenn die Milch im Kühlschrank einfach sauer geworden ist und man diese nun nicht mehr verwenden kann. Aber so ist das nicht ganz richtig. Denn selbst saure Milch kann man noch sehr gut verwenden. Für was, möchte ich euch in diesem Video erklären. Wenn euch zum Beispiel unbehandelte Milch sauer geworden ist, könnt ihr diese so lange außerhalb von einem Kühlschrank stehen lassen, bis diese dickflüssig ist. Nun könnt ihr sie mit Salz, Schnittlauch und auch Pfeffer bestreuen oder sogar mit Zucker und Zimt und könnt sie nun als Dickmilch genießen. Wenn es sich allerdings um pasteurisierte Milch handelt, dann verhält sich das Ganze ein wenig anders. Denn nun könnt ihr sie nicht mehr als Lebensmittel weiterverwenden. Aber zur Reinigung ist sie dann noch hervorragend geeignet. Ihr könnt nun hervorragend damit die Toilette reinigen oder auch die Badewanne oder Dusche. Selbst die Armaturen von Waschbecken lassen sich mit sauer gewordener Milch hervorragend säubern. Oder auch, wenn ihr in eurem Bad auf den Fliesen Kalkspritzer habt, könnt ihr diese mit sauer gewordener Milch sehr gut entfernen. Wenn ihr Silber habt, das angelaufen ist, könnt ihr dieses über Nacht in sauer gewordene Milch einlegen. Am nächsten Tag müsst ihr es nur noch mit einem Lappen gut abreiben und das Silber glänzt fast wie neu. Habt ihr Wühlmäuse oder einen Maulwurf in eurem Garten, dann nehmt die sauer gewordene Milch und schüttet diese in die Löcher von der Wühlmaus oder auch von dem Maulwurf. Und ihr werdet sehen, ihr seid die Tierchen innerhalb von ganz kurzer Zeit los. Wenn ihr noch weitere Tipps habt, was man mit sauer gewordener Milch alles machen kann, so schreibt mir dies doch in den Kommentaren. Lasst mir ein Like da, wenn euch der Beitrag gefallen hat und abonniert meinen kostenlosen Kanal, damit ihr immer die neuesten Videos sofort erhaltet. Aktiviert dazu auch die Glocke. Bis bald!